Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von Safdesk. Wenn du mehr über Safdesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Der 31. Oktober, das bedeutet, es ist Halloween und wir haben uns überlegt, was können wir denn zu Halloween für ein cooles Fotoshooting machen. Ich bin also auf Instagram gegangen und habe mal so einfach ein bisschen gesucht nach Halloween-Shootings und dabei ist mir eine Location aufgefallen, die wie eine Art Geisterschloss aussieht. Ich habe mir also alle wichtigen Informationen rausgeschrieben, habe alle Sachen gepackt und um 3 Uhr hat der Wecker geklingelt und wir sind losgefahren Richtung Rendsburg. Oh, ist das kalt. Fuck. Dann habe ich mal so ein bisschen genauer geguckt bei Google, Rendsburg, was ist das für ein Ort, was gibt es da sonst noch so und habe dann nach ungefähr einer halben Stunde auch den genauen Standpunkt von diesem Haus herausgefunden, denn wie wir feststellen mussten, ist das gar nicht so einfach zu finden. Dieses Haus ist ein altes Gaswerk von 1905 und ist heute umfunktioniert worden zu einem Hotel. Das heißt, es wird tatsächlich auch bewirtschaftet, obwohl es von außen überhaupt nicht so aussieht. Ich hatte auch leichte Befürchtungen, dass wenn wir zu dieser Location fahren, wir da nicht die einzigen sein werden. Gerade zu Halloween wird das wahrscheinlich ein sehr beliebter Spot sein. Aber wir kamen dann morgens eine Stunde vor Sonnenaufgang an. Wir waren die einzigen da, es war noch relativ dunkel. Das hatte auf jeden Fall schon eine richtig krasse Stimmung. Was braucht man natürlich noch für ein Halloween-Shooting? Klar, geschnitzte Kürbisse, auch die habe ich noch am Tag vorher schnell besorgt. Das war gar nicht mehr so einfach, einen Tag vor Halloween Kürbisse zu finden, die eine entsprechende Größe haben, die man dann auch noch schnitzen kann. Und habe dann wirklich am Abend vorher angefangen, diese Kürbisse zu schnitzen, damit wir damit noch ein tolles Shooting machen können. Man hat dann dort die Möglichkeit, neben dem Haus eine kleine Treppenstufe nach oben zu gehen und dort eine wirklich schöne Perspektive von oben auf dieses Haus zu bekommen. Dann habe ich mir natürlich auch noch die Kürbisse mitgenommen. Erstmal mit einem kleinen Teelicht fotografiert da drin, damit sie schön von innen leuchten. Es sah richtig gut aus. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich tun, um so ein Foto noch dramatischer wirken zu lassen. Und dann kam mir die Idee, weil ich das auch schon mal bei Instagram gesehen habe, warum nicht eine Rauchfackel in so einen Kürbis packen. Also habe ich mir auch noch am Tag vorher eine Rauchfackel organisiert. Leider gab es sie nur noch in Rot, nicht mehr in Orange, aber das war für mich kein Problem, denn ich konnte jederzeit im Nachgang ja in der Bildbearbeitung das Ganze in orangenen Rauch umfärben. Das Problem an der ganzen Geschichte war, ich hatte nur eine einzige Rauchfackel mit. Wir waren in Tschechien. Wir hatten keine Möglichkeit, jetzt irgendwo noch vor Sonnenaufgang eine zweite oder dritte Rauchfackel herzubekommen. Das heißt, wir hatten genau einen einzigen Versuch. Dann habe ich alles vorbereitet, die Kamera auf ein Stativ gepackt, alles richtig ausgerichtet, dass der Bildausschnitt stimmt, den Kürbis richtig hingestellt. Und dann habe ich diese Rauchfackel genommen und wir haben sie hinten in den Kürbis reingesteckt. Und dann mussten wir uns wirklich beeilen, ein paar Bilder zu machen, denn dieser Rauch, der entwickelt sich sehr, sehr stark. Und blöderweise kam dieser Rauch dann auch noch genau auf die Kamera zu. Also man musste zwischendurch immer wieder ein bisschen pusten, damit der Rauch in eine andere Richtung gelenkt wird, damit man den Kürbis überhaupt noch gesehen hat. Es hat funktioniert, ich war mega glücklich. Der Shot war genauso im Kasten, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und dafür lohnt es sich dann schon mal, um 3 Uhr aufzustehen, 3 Stunden Richtung Tschechien zu fahren, dieses Halloween-Shooting komplett durchzuziehen. Und dann mit solchen Ergebnissen wieder nach Hause zu fahren. Wenn du die fertigen Fotos mal sehen willst, dann geh einfach auf mein Instagram-Profil, stefanschäfer90. Dort findest du das fertige Halloween-Foto bearbeitet, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Nochmal vielen Dank an Zefdesk für die Unterstützung dieses Videos. Zefdesk ist eine Online-Buchhaltungssoftware, welche dir deine Buchhaltung extrem vereinfacht und deine Belege digital abspeichert. Dazu habe ich dir ein gesamtes Video erstellt, welches ich dir oben verlinke.